Hallo und herzlich willkommen zum dritten Videotagebuch. Dieses Mal mit einem Potpourri aus Kleinigkeiten. Auch dieses Mal durch ein kleines Testprogramm demonstriert. Im ersten Raum haben wir einen ziemlich simpel zu realisierenden Spiegeleffekt, der aber auf keinen Fall fehlen darf. Ein Spiegel lässt sich ohne große Mühe in jeden Raum einbauen. Als nächstes sind die spiegelnden Oberflächen dran, sinnvoll bei Wasser, Eis oder wenn der Boden stark poliert ist. Das Besondere daran ist, dass die Spiegelung nicht neu gezeichnet wurde, sondern quasi in Echtzeit generiert wird. Das hält das Programm ein klitzeklein wenig kleiner. In dieser Version fehlt noch ein wenig der Feinschliff, aber im fertigen Spiel sind diese Probleme behoben. Dieser und der nächste Raum baut auf das gleiche Prinzip auf wie die Spiegelung. Die dynamischen Schatten, falls man das so nennen kann, werden auch hier wieder dynamisch in Echtzeit berechnet. Ich hoffe, dass man das auf dem Videorip einigermaßen erkennen kann. Allerdings kommen diese Art von Schatten nicht im ganzen Spiel vor, sondern nur in bestimmten Räumen, um der Atmosphäre ein bisschen gut zu tun. Die meiste Zeit wird ein üblicher Dodge Shadow benutzt, weil es sonst zu viel zu beachten gäbe, wenn der Schatten andere Objekte trifft, wenn der Schatten auf andere Charaktere trifft. Das wäre dann doch zu viel des Guten. Das gilt jetzt auch für diese Art von Schatten. Und bevor ich gar nichts Fertiges zeige, hier noch einen kleinen Bonus, mit dem ich mich bis zum nächsten Mal verabschiede. Macht's gut! Und bis demnächst.